Hi Leute, heute machen wir das Wochenupdate mal nicht als Short. Wir wollen dabei trotzdem nicht, dass das Video jetzt unnötig lange wird. Deswegen lasst uns mal direkt reinspringen. Auf Wochensicht sind wir hier bei minus 6,23%. Und so langsam wird es wirklich hart, wenn wir uns die absoluten Werte dazu anschauen. Hier sind wir einfach bei minus 170.000 Euro innerhalb von einer einzigen Woche. Ganz interessant hierbei ist halt einfach wirklich zu sagen, dass wir auch die letzten Wochen schon Verluste zwischen 70, 80, 90.000 Euro in einer Woche hatten, aber auch Wochen dabei hatten, die positiv waren. Das heißt, wir sind hier tendenziell zwar schon negativ gewesen, aber niemals so negativ wie bisher. Und zugegeben ist das Ganze auch schon relativ hart, jetzt nicht zu ertragen, aber einfach das aufgebaute Kapital hier schwinden zu sehen. Wir wollen trotzdem nicht umschichten. Viele würden ja sagen, ja, wenn wir umschichten würden in zum Beispiel einen globalen ETF, MSCI World aufstocken, in Emerging Markets mit hinzufügen, vielleicht ein S&P 500 noch, Small Caps mit dazu, was man ja alles machen kann, dann würden wir ruhiger schlafen. Das mag definitiv sein. Vor allen Dingen die Strategie ist definitiv nicht verkehrt. Wir haben hier aber allerdings einen bisschen anderen Fokus. Und ja, da gehören auch mal die Verluste, vielleicht nicht in der Höhe, aber auch tendenziell, es kann nicht immer nur bergauf gehen. Und wie manche auch schon sagen, in solchen schwierigen Zeiten finden Aktien ihre rechtmäßigen Besitzer. Und daher bleiben wir hier wirklich dran. Das Ganze ist kein blindes Investieren, sondern wir haben uns ja für die einzelnen Unternehmen unsere Gedanken dazu gemacht, warum wir investieren. Die muss man natürlich auch nach und nach ein bisschen justieren. Gerade bei den Öl- und Gaswerten, die Themen, die wir momentan einfach auf dem Tisch haben, die müssen einfach, ja, mit berücksichtigt werden. Also es ist kein simples Buy and Hold, sondern Buy, Hold und Check. Und eben dieser Check ist aktuell noch so, dass wir mit unserem Investment Case zufrieden sind. Und auch wenn wir hier auf Tagessicht schon Gegenwirkungen sehen, auch wenn es nur 5.000 Euro sind, dann sind wir hier natürlich schon mal, naja, zumindest heute ein bisschen positiver. Also lasst euch hier wirklich nicht aus dem Konzept bringen. Im Gegenteil, wenn ihr momentan Geld zur Seite habt, und ich würde euch wirklich empfehlen, macht euch einen Plan, bei wie viel Prozent Verlust in welchem Index zum Beispiel ihr einsteigen wollt, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel nachkaufen. Wir müssten jetzt beim MSCI World so ganz grob bei 18% vom Hoch entfernt sein. Beim S&P 500 müssten wir um die 23% vom Hoch entfernt sein. Macht euch hier einfach eine echt simple Strategie. Setzt euch entsprechende Schwellen, wann ihr kauft, wann ihr vielleicht auch eure Kryptowährungen, wenn ihr welche habt momentan oder Rohstoffe, Anleihen, wenn ihr die anfangt zu verkaufen und danach und nach in Aktien reinzugehen. Ich denke, dass die Zeiten, die wir momentan haben, definitiv schwer sind. Wir werden hier auch kurzfristig sehr wahrscheinlich keine Erholung sehen. Aber langfristig könnten jetzt natürlich die Grundsteine gelegt werden für massive Gewinne. Das Ganze soll es wieder auch gewesen sein. Es soll nicht so lang gehen. Die Verluste gehören einfach dazu. Das ist so ein bisschen auch unser Learning, das wir in den letzten Wochen einfach gelernt haben. Ja, es zeigt sich wieder einmal mehr, wer sich die Gedanken gemacht hat. Und ja, keep cool, das kann ich nur empfehlen. Und investiert in solide Werte, beziehungsweise bleibt einfach primär wirklich eurer Strategie treu, egal ob die Zeiten schlecht sind oder die Kurse noch so hoch rennen und ihr Gewinne macht ohne Ende. Bleibt eurer Strategie treu und damit wünsche ich euch ein schönes restliches Wochenende.